So, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession Elder Scrolls Online. Wir sind in Elsweyr und machen die Story weiter. Das machen wir am besten auf unserem Packlöwen. Findet einen Weg ins Anwesen. Genau. Diese hofft, niemand wurde verletzt. Sie bebt bei dem Gedanken an den Schaden, den diese Bestie hätte anrichten können. Aber ich will doch nur raus. So, wie komme ich denn raus? Da hoch, ja? Nein. Da lang, ja. Aha. Aha. Sag mal. Will es mich verarschen? Aha. Moment. Ich will raus. Okay. Ja, ich verstehe. Nein. Ja. Ja. Entschuldigung. Erblickt Göttlichkeit mit eigenen Augen. Schließt euch uns in der Verehrung von Alkosch an. Erblickt Göttlichkeit mit eigenen Augen. Ja. Schließt euch uns in der Verehrung von Alkosch an. Ja. Machen wir. Da haben wir es. So, das war schnell. Mann. Wow. Maussensibilität ist nicht schlecht, ja. Na endlich. Geht doch. Gleich zu Anfang mal wieder unsere unglaublich fantastische Orientierung bereitgestellt. So. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir alles, brauchen wir aber jetzt nicht. So. Findet einen Weg ins Anwesen. Ich hätte da ja eine Idee, ne? Weg, oder? Oh, eine stehende Rubinesche habe ich auch noch nie gesehen. Das geht nicht. Eine von Carlos Schoß. Da haben wir doch was. Salzig einen Pelzmantel zu schneiden. Schaut im Brunnen nach. Aha. Brunnen, Kellertür, Stahl. Brunnen. Brunnen. Wo ist der? Da ist der Brunnen. Eine von Carlos Schoßkatzen zahlt sich einen Pelzmantel zu schneiden. Entzündet es! Ach Leute, bitte. Ihr tut euch doch nur weh. Also, das ist der. Na, das ist nicht der Brunnen. Wo könnte denn der Brunnen sein? Ach da. Ach so. Okay. Immer noch kein Brunnen. Hier drin?
sagen. Brunnen? Ach, was macht ihr denn da? Außer keinen Spaß, ne? Ah, ich dachte, da wären mehrere. Gut. Aha. Ah, da draußen geht's weiter. Aha. Ah, da ist der Brunnen. Gut. Und da wird gebracht, was ja klar ist. Verbrennt es. Ausschwärmen, verbrennt es. Sterb, sterb, sterb. So. Geht in den Keller. Da. Gut. Da habe ich schon aufgeräumt, glaube ich. Jawohl. Wuhu. Dann hätten wir das geschafft. So. Schön, dass ihr euch zu mir gesellt. Reden wir. Ja. Wir müssen rasch reden. Ich bezweifle, dass ich lange unentdeckt bleiben werde. Ihr stellt eure Magie aber auch wirklich gern zur Schau, oder? Diese Projektion? Ein einfacher Zauber. Daran ist nichts Besonderes. Doch das ist nicht, was ich besprechen wollte. So, ich verstecke mich derzeit in einem leeren Dienstbotenquartier. Ich habe entdeckt, dass Präfekt Carlo hier nicht länger das Sagen hat. Er ist sogar festgenommen worden. Warum sollten die euraxischen Soldaten einen ihrer eigenen Offiziere festnehmen? Das ist es ja gerade. Präfekt Carlo ist nicht wirklich ein euraxischer Soldat. Mhm. Seine Kohorte von Kaiserlichen begleitete meine Halbschwester nach Krempen. Aber er war ein ausgesprochener Gegner des Staatsstreichs und ihres anschließenden Anspruchs auf den Herrscherthron. Anscheinend hat er einen weiteren Befehl verweigert. Und wo ist er gefangen? Carlo wird wahrscheinlich auf einem der unteren Stockwerke festgehalten. Versucht, ihn zu finden. Er sollte uns mehr über die Drachengarde und Solinias Befehle sagen können. Wartet einen Augenblick. Ich bekomme gleich Gesellschaft. Ich komme zu euch, sobald ich kann. Alles klar. Schwupps. Oh, Entschuldigung. Ich habe euch nicht gesehen. Es tut mir leid. Euch. Ach komm. Okay, was haben wir hier? Sack. Jawohl. Ach Gott. Ja. Ah, kann man hier auch schleichen oder was? Ja. Interessant. Ihr gehört nicht zu Euraxias Söldnern. Nein. Ich bin Präfekt Carlo, Kommandant der Signus-Freischärler. Und ihr seid dieser Außenseiter, der mit der Khajiit-Miliz zusammenarbeitet. Ich habe schon vor Stunden mit euch gerechnet. Also lasst uns nicht trödeln. Ihr müsst einen Meuchlertrupp aufhalten, vermute ich. Wenn ihr bitte meine Zelle öffnen würdet. Woher weißt du Bescheid? Es ist ganz einfach. Hm? Ich achte auf jedes bedeutsame Ereignis, das innerhalb der Region eintritt. So steht es in meiner Stellenbeschreibung. Ich habe Agenten, Spione und Informanten von Stromfeste bis Krempen. Mit dem Dossier über euch könnte man einen Wamasu ersticken. Nun zu dieser Tür. Wieso seid ihr da überhaupt eingesperrt? Ich bin ein Kaiserlicher ohne einen Kaiser. Meine Kohorte hatte den Auftrag, Euraxia auf einer reinen Erkundungsmission zu begleiten. Sie hat daraus eine Eroberung gemacht. Ich habe versucht, ihre gewalttätigere Neigung einzudämmen, aber ihre Söldner sind meinen Legionären zahlenmäßig überlegen. Und warum ihr denn jetzt eingesperrt? Ich habe einen direkten Befehl verweigert. Ich wollte Saulinia weder meine Soldaten noch meine Akte über den letzten Drachengardisten geben. Deswegen bin ich hier drin. Wie wäre es damit? In meinem Arbeitszimmer findet ihr eine Abschrift des Berichts. Wenn das in ihm enthaltene Wissen euch hilft, kommt ihr anschließend zurück
und befreit mich. Ihr wirkt ungewöhnlich gewillt, mit einem Verbündeten der rechtmäßigen kaidischen Königin zusammenzuarbeiten. Ich bin ein vernünftiger Mann. Ich habe nicht viel für dieses Land übrig, aber zerstört möchte ich es auch nicht sehen. Drachen waren der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Anders gesagt, ich leiste Widerstand. Ihr findet eine Abschrift des Drachengardenberichts in meinem Arbeitszimmer oben. Was ist mit Hauptmann Saulina? Sie stürzte mit Befehlen von Euraxia in mein Dienstzimmer. Verlangte, dass ich ihr Soldaten gebe, um ihren Meuchlertrupp zu unterstützen. Dann befahl sie mir, ihr die Akte über den sogenannten letzten Drachengardisten zu geben. Ich verneinte höflich beide Bitten und sie ließ mich festnehmen. Was ist ein Meuchlertrupp? Ja, der Name, der Begriff, der ist ja nicht selbsterklärend, ne? Ein Elitetrupp von Söldnern. Sie sind tollwütige Hunde, die Euraxia auf ihre Feinde hetzt. Sie mögen das Töten und sie sind sehr gut darin. Auf Betreiben der Drachen hat sie ihnen ihr nächstes Ziel zugewiesen. Den sogenannten letzten Drachengardisten. Das war Euraxias letzter Befehl. Sie erteilte ihn kurz bevor ich sie getötet habe. Nun, das wirft ein neues Licht auf die Lage. Saulinia hat meine Akte mitgenommen. Dann zogen sie und ihre Soldaten los, um diesen angeblichen letzten Drachengardisten zu ermorden, um Euraxias Drachenverbündete zu beschwichtigen. Es gibt eine Kopie der Akte in meinem Amtszimmer, aber ich schätze, ihr solltet euch beeilen. Ja, mach ich. Mach ich. Also wurde Euraxia gar nicht entsandt, um Krempen zu erobern? Krempen erobern? Euraxia wurde im kaiserlichen Namen eine Provinz geschickt, die uns unser Lehen schuldet. Es gab keinen Grund, einen Ort zu erobern, den wir historisch schon beherrschten. Nein, sie entschied selbst, nach der Macht zu greifen, während Kaiser Waren anderweitig beschäftigt war. Sie hat mitgemacht? Es war kompliziert. Hört mal, unser kurzer Besuch wurde zu einer Invasion. Euraxia heuerte eine Armee von libanesischen Söldnern an, um sie zu unterstützen. Und dann verschwand der Kaiser und sein Reich brach zusammen. Wir hingen hier fest, ohne Befehle oder Unterstützung. Was ist jetzt überhaupt mit dieser Drachengarde? Nicht viel. Ich kam nie dazu, den Bericht selbst durchzusehen. Ihr könnt ihn aber in meinem Amtszimmer lesen. Ja, das weiß ich. Ja. Aus irgendeinem Grund erweckte das Gerücht über einen letzten Drachengardisten Euraxias Zorn. Vielleicht, weil sie laut den Legenden als Drachenjäger bekannt waren. Okay. Gut, dann, ne? Wo müssen wir hin? Da hinten. Das ist aber höher. Kommen wir da hin? Ja, so, so, so. Und so. Lalala. Ach, das sind alles nur Mitspieler. Mann. Ja, der unklare Fall. Okay, ja, das ist aber sehr viel. Okay. Aha. Gut, dann suchen wir jetzt mal ab. Ihr habt den Bericht gefunden. Jetzt können wir unser Gespräch ohne die lästigen Gitter zwischen uns fortsetzen. Ah, da seid ihr ja. Und ihr habt Präfekt Carlo gefangen. Ich vermute, er hat kampflos aufgegeben. Schaut nicht so schockiert. Meine Freischärler sind sehr gut in dem, was sie tun. Es war ein leichtes für sie reinzuschleichen und mich zu befreien. Nun, was habt ihr aus dem Bericht erfahren? Etwas, was uns helfen könnte, Hauptmann Saulinia und ihren Meuchlertrupp aufzuhalten? Uns? Warum würdet ihr dabei helfen wollen, dass die Ermordung des Drachengästen verhindern wird? Das hat er doch erklärt. Wie ich schon sagte, wir waren nie willige Teilnehmer an Euraxias Eroberung des nördlichen Elsweier. Ja. Meine Freischärler taten so wenig wie möglich, um ihre Ziele voranzutreiben. Und wir haben so oft wie möglich versucht, sie zu sabotieren. Außerdem, habt ihr die Drachen vergessen? Was ist mit denen? Die Drachen werden nicht aufhören, sobald sie die Khajiit unterworfen oder getötet haben. Wir sind ebenso sehr in Gefahr wie alle anderen. Wenn Fürst Gareshri meine Soldaten begnadigt, helfen wir im Kampf gegen die Drachen. Doch wir werden den Drachengardisten brauchen. Wisst ihr, wo er ist? Der Bericht spricht von einem letzten Drachengardisten, der sich in einem akavirischen Schrein in der Narbe versteckt. Großkanzler, ich schlage vor, ihr bringt Gareshri dazu, die Signus-Freischärler zu begnadigen, damit wir ein Bündnis eingehen können. Eine Allianz? Interessant. Verbündete wären hilfreich in den kommenden Schlachten. Ja, sehe ich auch so.
Ich kehre nach Krempen zurück, lege Carlos' Fall vor und schicke jemanden, um euch zu helfen. Ich schlage vor, dass ihr inzwischen eure Suche nach dem Schrein in Stiche beginnt. Alles klar. Machen wir. Super. Hoch. Okay, dann hoch. Seltsames Gebäude. Aber auch neu. Nicht Copy and Paste. Das ist schon... Ah ja. Na komm. Na, geht doch. Hey. Oh, Knochen. Naja, gut. Eine von Carlos' Schoßkatzen zahlt sich einen Pelzmantel zu schneidern. Wer sagt das? Eine von Carlos' Schoßkatzen zahlt sich einen Pelzmantel zu schneidern. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Hallo. Alles klar. Ich muss da hin. Ach komm, das gönnen wir uns, oder? Zack. Ja, ich muss das alles nochmal üben. Mit dem Dampfen, ja. Ich habe eine Zeit lang nicht, ja. So, gut. Okay. Hoppe, hoppe. Das, oh ne, Quatsch. Jupp. Ich würde sagen, das da. Jupp. Und das sind alles ganz liebe. Jo. Da. Sprecht mit Samarak. Taren hat Samarak entsandt, um euch gegen die euraxische Offizierin Saulinia und ihren Trupp von Meuchlern zu spielen. Ach, ist das ja. Ja, die super. Einheimischen sagen, dass eine Gruppe, zu der diese Beschreibung passt, hier vor kurzem durchkam. Taren sagt, dass wir nach einem verborgenen akavirischen Schrein suchen. Saulinia hat den Befehl, jemanden zu töten, den sie für den letzten Drachenkatisten halten. Saulinia, die Meuchlerin, die König Hemakar und Königin Numara ermordete. Samarak hat diesen Namen am Tag von Euraxias Staatsstreich oft gehört. Vielleicht kann dieser der königlichen Familie endlich zu Gerechtigkeit verhelfen. Das wäre doch schön. Habt ihr sie schon mal gesehen? Nein. An jenem Tag war Samarak die Leibwache von Kamira. Wir waren weit weg vom Palast. Wie dem auch sei, dieser hat erfahren, dass der örtliche Verbrecherfürst Saulinia mit Führern versorgt hat, die Narbe gut kennen. Wir müssen uns beeilen, wenn wir sie noch einholen wollen. Machen wir. Die Narbe kann ein trügerischer Ort sein, Fünfkralle, selbst ohne einen Meuchlertrupp von Nibenesen. Wir müssen uns beeilen, aber wir sollten mit Bedacht vorgehen. Was war denn mit dir als Königskralle? Wie war das? Erzähl mal. König Hemakar sah etwas in Samarak. Er bat bei einem Besuch beim Wüstenwind ausdrücklich um diesen. Samarak ließ seine Studien und Gebete zurück, um die Königskralle zu werden. Er verschrieb sein Leben der Sicherheit der königlichen Familie. Und er hat es trotzdem nicht geschafft? Nein. Kamira wollte das Wüstenwind-Adeptorium besuchen. Diesem wurde aufgetragen, sie zu bewachen. Daher war Samarak nicht im Palast, als Euraxia und ihre Truppen eintrafen. Man hieß sie als Gesandte des Kaisers willkommen. Dabei waren sie nur Schakale, die zum Sprung ansetzten. Okay, wenigstens hast du Kamira beschützt. Ein kleiner Erfolg in einem Erdrutsch des Scheiterns. Oh. Die Schuld verzehrte Samarak, weil er lebte und die königliche Familie starb. Deshalb ging er ins Exil, fernab des Landes, das er liebte, und bereiste die Welt. Dieser suchte, nun, was genau? Frieden? Vergebung? Irgendetwas? Mondzucker. Entschuldigung. Was sollte ich wissen, bevor wir die Narbe betreten? Die Narbe wurde in ferner Vergangenheit ins Antlitz von Anekina gegraben. Manche sagen, Kunsari war dafür verantwortlich.
Andere meinen, Alkosch selbst habe das Land mit seinen Krallen gezeichnet. In den tiefsten Spalten und Schluchten leben Dinge, die man lieber meiden sollte. Ich nicht. Warum hat Abnotan euch geschickt, mir zu helfen? Ehrlich gesagt hätte Samarak sich fast geweigert, als Tarn den Befehl gab. Dieser hatte das Amt als Königskralle gerade erst wiedererlangt und zögerte, Königin Kamiras Seite zu verlassen. Doch ihr brauchtet Hilfe. Mhm. Und Samarak eignete sich am besten für dieses Unterfangen. Okay. Huhuhu. Hat Abnotan Präfekt Kalo schon Kamira vorgestellt? Ja. Ja, aber Samarak ist sich nicht sicher, ob aus diesem Treffen etwas Gutes hervorgehen wird. Als dieser abreiste, waren Königin Kamira und Fürst Garesh Ri mit Tarn in eine hitzige Debatte darüber verstrickt, welche Risiken und Vorzüge es hätte, einem Kaiserlichen zu vertrauen. Okay, so, dann lasst uns mal gehen. Und zwar da unten. Das kommen wir da hin, ohne zu sterben. Oh. Oh, stopp, bleib mal stehen. Und Tiefe. Okay. Aha. Okay. Aha. Tiefe. Oh ja, das lassen wir gelten, oder? Oh, gut. So, wo wollen wir hin? Da lang. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das geht, aber naja. Das ist nicht das große Problem. Aber hier, das ist das doch, oder? Wartet, diese Leiche, das ist einer der Meuchler. Okay. Sie müssen hier lang gekommen sein. Ja. Ah, weiter. Oh, ich muss mich beeilen. Die sind ja geil, die Viecher. Schreckensvogel. Mehr Leichen. Die angeheuerten Wachen. Okay. Saulinias Werk, laut Samarak. Okay. Zack. Weiter, weiter, weiter. Seht, da ist eine Tür hinter diesen Steinen. Ist das der Ort, nach dem wir suchen? Ich glaube schon. Der Questfall sagt auch. Oh, Folgenende.